Und da sind wir wieder. Okay, der Blechwalze meinte, ich sollte mal Anti-Zauber wirken. Ich glaube nicht, dass das klappt. Weil ich glaube, man kann hier nur Items gegenwirken. Es geht um Palum und Polum, die hier immer noch Stein sind. Und es wäre natürlich schon cool, wenn man die erwecken könnte. Aber ich glaube nicht, dass man hier irgendwelche Zauber casten kann. Man kann nicht einfach irgendwelche Dinge machen. Vielleicht aber ein Gegenstand, der Antizauber hervorruft. Erhöht die maximalen Lebenspunkte um 10. Mhm. Erhöht die maximalen Lebenspunkte um 100. Was ich probieren könnte. Das mache ich aber nur ein einziges Mal, weil das nämlich teuer ist. Ist, ich könnte versuchen, ein Elixier drauf zu werfen. Ja. Ne. Also selbst Elixiere klappen dann nicht. Und das will ja schon was heißen. Jetzt habe ich ein Elixier also wirklich verschenkt. Nein, ich glaube nicht, dass man die. Also wenn Elixier schon nicht funktioniert, dann würden alle Heilmittel auch nicht funktionieren. Das schwöre ich. Das versichere ich euch. So. Ja, es gibt nicht viel, wo wir noch hin können. Außer. To the Moon! Elixier. Ach, kommt. Weil ihr es seid. Ein letzter Anlauf. Aber nur, weil ihr so lieb fragt. Weil ihr so lieb fragt, ein Allheilmittel auf die Wüsten, nur um ein funktioniert nicht zu bekommen, hat keine Wirkung. Der Zauber hat keine Wirkung, da die Zwillinge aus freiem Willen zu Stein wurden. Man kann sie also nur retten, wenn sie nicht ihren eigenen Willen in eigenem Willen geopfert worden wären. So, genug Items ins Nichts gejagt. So, wir speichern trotzdem nochmal ab. Und fliegen to the Moon! Mal wieder. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo haben wir denn hier überall Höhlen? Wir haben da unten eine Höhle, wir haben da oben eine Höhle, wir haben da eine Höhle, wir haben überall Höhlen! Überall! Aber hier können wir nicht landen, wir müssen schon hier landen. Ich würde trotzdem erstmal in diese Höhle gehen. Auch wenn es echt hart ist, weil hier echt böse, böse Gegner unterwegs sind. Wir schlafen hier nochmal eine Runde. Einfach nur wegen der Sicherheit. Nee, weil die Gegner hier, wir waren ja schon mal hier und wir haben seitdem auch nicht wirklich gelevelt. Dementsprechend krasser Schüssel. An diesem Spiel, ne? Bei diesen ganzen Secrets. Das weiß ich nicht, ob es hier Mondhasen gibt. Wenn, dann würde ich das sehr, sehr feiern. Bin mir da nicht sicher. Westlicher Mondpfad. Hier haben wir. Eine Kiste haben wir hier schon geholt. Na komm, probieren wir es einfach.
Oh. Kommt noch eine Beschwörung obendrauf. Vielleicht. Gucken wir mal. Ja, da kommt noch ein Tsunami. Die Tiere auf dem Mond kennen zum Glück Tsunami nicht. Alter, wie viele Lebenspunkte hat denn der? Haben dem hier schon 5000 abgezogen? Und der macht trotzdem immer noch einen auf dicke Nuss. Angriffsvorteil. Boah, einfach alle auf Angriff stellen und ab geht's. Piu. Mach mal Odin. Ja, ich mach... Bei der nächsten Gegnergruppe mach ich Odin. Rydia hat Meteorit gelernt. Als Black... Das war der ultimative Zauber, den bekommt sie jetzt einfach so hinterhergeschmissen. Mondschleier. Das klingt doch nach einer... Nee. Bei der nächsten Mobgruppe mache ich für euch Odin. Ach so. Ich verstehe. Wir sind da unten angekommen. Jetzt können wir da lang gehen, um dort im Krater in die Höhle zu wandern. Ja, Moment. Ich guck jetzt gerade eben mal ganz kurz von da. Okay, da ist eine... Jetzt verstehe ich erst, was hier los ist. Wir hätten hier eh reingemusst, weil wir nämlich hier in diesen komischen Turm rein müssen. Dafür müssen wir aber, weil wir mit dem Mondwall nur auf den grauen Oberflächen landen können, müssen wir sozusagen durch den ganzen Untergrund durch. Das heißt, wir gehen jetzt von hier aus. Hallo Fatze! Und danke für deinen Raid mit 6 Zuschauern. Wir müssen hier nach Osten in die Höhle. Dann kommen wir wahrscheinlich da im Süden in der Höhle raus. Und dann kommen wir da in der Mitte in die Höhle. Okay, so machen wir das. Weil hier kommen wir gar nicht lang. Wir müssen hier lang. So. Mist. Jetzt habe ich gepennt. So, jetzt aber. Odin, für euch. Wenn sie es noch überleben. Tut mir leid. Bei den Nächsten. Der Nächste, der kassiert Odin. Jetzt ist es ja schon vorgemerkt. So, hier im Süden ist nämlich eine... Hier südlich entlang ist nämlich wieder eine Höhle. Östlicher Mondpfad. Die führt dann nach Süden. Das ist aber ein kleine Höhle. So, und jetzt ist auch nicht verkehrt, dass Rydia einmal Odin werkelt. So. Sontetsken! 3 auf einem Streich. Hart. Ich glaube, mit Bossen wird das nicht funktionieren. Ich gucke mal, was Mondschleier macht. Natürlich. Ich gucke mal, was Mondschleier macht. Wow! Ein Schleier, der vor Angriffen schützt, hat denselben Effekt wie Reflex. So. Jetzt sind wir nämlich hier. Ha, genau so, wie ich es mir gedacht habe. Und jetzt müssen wir dann weiter westlich in die Höhle rein. So. Aber das ist ja schon mal sehr gut. Ich kann jetzt hier schon mal... Ich nutze jetzt hier einfach mal ein Zelt. Weil wer möchte nicht gerne mal auf dem Mond schlafen? Also ich würde da schon mal ganz gerne übernachten. Und Sternenstaub. Ihr wollt echt gucken, ob man Palum Polum wiederbeleben kann, ne? Selber Effekt wie Komet. Also ist ein Angriffszauber. Ahahaha. Der Kristallpalast. Willkommen. Oh. Was ist hier los? Ein alter Mann? Wer bist du? Ich bin Usoya. Meine Aufgabe ist es, den Schlaf der Lunaria zu bewachen. Der Lunaria? Vor vielen Jahren standen
ein kleiner Planet zwischen Mars und Jupiter vor der Zerstörung. Einwohner dieses Planeten kamen auf einem Schiff und landeten auf dem blauen Planeten. Blauen Planeten? Was meinst du damit? Eure Heimat, die Erde. Allerdings befanden sich eure Vorfahren noch in einer frühen Entwicklungsstufe. Also erschufen die Lunarier einen zweiten Mond und gaben sich dort einem langen Schlummer hin, um zu warten, bis die Menschen ihnen ebenbürtig wären und man die Verhandlungen über eine Koexistenz eintreten könnte. Oh, es gibt doch Mondhasen! Es klingt zumindest sehr danach. Ein Volk von einem anderen Planeten? Aber es gab einen, der nicht schlafen wollte. Stattdessen wollte er alles auf dem blauen Planeten, dem Erdboden, gleich machen und dort eine neue Heimat gründen. Wie furchtbar! Ich konnte ihn mit meinen Kräften zum Einschlafen zwingen. Aber selbst im Tiefschlaf gelang es ihm, seine Bosheit auf Seelen verdorbener Menschen auf euren Planeten zu übertragen. Und diese Seelen benutzt er nun, um alle Kristalle in seinen Besitz zu bringen. Dann muss er hinter Golbes Taten stecken. Und wer ist dieser Miskel genau? Sein Name ist Semus. Er sammelt die Kristalle, um mit ihrer Energie den dimensionalen Aufzug im Turm von Babel zu aktivieren. Mit diesem gedenkt er, den Giganten von Babel zu rufen, der der Erde die totale Zerstörung bringen soll. Oh nein! Er ist mit seinen Ansichten zum Glück isoliert, aber das macht ihn nicht minder gefährlich. Und der Mondwall? Den hat mein jüngerer Bruder Kluja gebaut, um den blauen Planeten zu erreichen. Es war immer sein Traum, unbekannte Länder zu bereisen. Die Luftschiffe und der Teufelsweg basieren technologisch auf dem Mondwall, müsst ihr wissen. Kluja selbst fand in eurer Heimat seine große Liebe und ihm wurden zwei Kinder geboren. Und eins dieser Kinder bist du, Cecil. Cecil ist ein Mondkind. Deswegen auch das Mondgesicht. Ich? Dann war die Stimme, die ich auf dem Berg der Tortur gehört habe. Die Stimme der Seele deines Vaters, Kluja. Du bist ihm wirklich ähnlich. Das war die Stimme meines Vaters? Ganz genau. Du hast deine Kräfte von Kluja erhalten, um Semus Einhalt zu gebieten. Tu es für deinen Planeten und für alle Lunarier. Ihr müsst zum Turm von Babel in Eblan aufbrechen. Turm von Babel? Aber wie sollen wir seine Barriere überwinden? Mit meiner Hilfe. Ich sollte eintreten können, deshalb werde ich euch bei diesem Unterfangen begleiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Gigant von Babel den blauen Planeten erreicht. Okay, der Lunaria Fusoya hat sich der Gruppe angeschlossen. Freunde fürs Leben. So, aber was haben wir denn hier noch? Hier ist auf der Seite noch was. Lebenspunkte wiederhergestellt. Haha, das hat sich gelohnt. Hier nochmal Magiepunkte. Final Fantasy 14 gibt es eine Ebene, die Eblan heißt. So viele Parallelen. Wo kommen wir denn hier hin? Kristallpalast, erster Stockwerk. Oh, reden wir mal mit den Kristallen. Hier sind die Kristalle des Mondes. Toll. Die 8 Kristalle der Erde helfen dabei, das Gleichgewicht des Mondes aufrechtzuerhalten. Wie? Wir umgeben den Eingang zum zentralen Kern, wo Semus ruht. Ah! Also, quasi Zodiac. Semus hat sein eigenes Kraftfeld von innen erschaffen, um den Weg zum Kern zu blockieren. Semus benutzt Golbes, um die Kristalle der Erde an sich zu bringen. Er verstärkt ihre Energie am Turm von Babel. Man könnte auch Turm von Babel sagen, aber nein. Wir, die 8 Kristalle des Mondes, halten Semus gefangen. Selbst in Gefangenschaft befestigt Semus weiterhin seinen Willen. Der Zugang wird von einer unsichtbaren Kraft versiegelt. Okay, hier kommen wir wirklich nicht weiter. Aber das ist okay.
Die Musik spielt fast in jedem. Ach so. Jade. Hör auf, dich über sowas lustig zu machen. So. Ja gut. Wir haben hier ganz links, ganz rechts noch. Ach komm. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier angreifen. Wir haben ganz links noch einen, ganz rechts noch eine Höhle. Let's go! Das sollte eigentlich so nicht aussehen. Okay, reicht jetzt mit Zufalls. So, warte mal, mal gucken, was er für coole Dinge hat hier vom Meteorit. Der hat ausreichend Magiepunkte. So, und ich muss hier auch unbedingt den Leuten noch mal ein bisschen den Leuten noch mal ein bisschen mehr. Nein, ich muss die Position noch mal ein bisschen ändern. Der einzelnen Leute hier. Wow. Alter Verwalter. Kann man ja sagen, was man will, ne? So, Formation. Einfaches Ding. Kling, kling und Wechsel. Der Opa ist echt krass, ne? Der hat einfach gefühlt gar keine Lebenspunkte. Ach komm. Weil ich so geil fand. Oh. Hoppla. Ah, das ist schon krass Schaden, ne? Wenn so einmal Meteorit runter donnert. 9.999 Schaden. Kann man mal machen. Nehme ich, ne? Ach, auch so hohl. Egal. Komm, hier. Meteorit. Ah, ne. Gebet kommt erstmal. Komm, Meteorit und Ende hier im Gelände. Diese Cast-Zeit, Alter. Der Meteorit braucht unglaublich lange, um zu casten. Aber das ist nahezu One-Shot. Hier gibt es auch keine Secrets mehr oder so, ne. Junge, macht der Wurm Schaden. Also schadenstechnisch ist der hart unterwegs. Lebt aber nicht sonderlich lang. Ja, eigentlich ist es eher so ein Meteorsturm oder eher ein Meteoritenregen, Meteorregen. Aber sind wir doch mal nicht so kleinig, ne? Oh,
Oh, Flair hat der Gute auch noch. Ja, auch krass hier. Slip. Bam. Ja, und der Knacker hat schon ordentlich Wumms, ne? Muss man mal sagen. Nein, ich rüste Opa nicht aus. Opa bleibt jetzt so. Erstmal muss er mich zu den Mondhasis, führen. Dann können wir darüber reden. Ah, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Aber der ist doch schon ausgestattet gewesen. Voll besten Slot und so. So, wir wollen nicht einfach so hoch. Wir wollen schon hier auf dem Mond weiter rumfliegen. Bonk, einfach mal gegen das Ding geflogen. Weil hier ist nämlich noch eine Höhle. Ja, ja, man kann ja nie wissen. Genauso wie die 20.000 Gegenstände, die ich auf Palum und Polum draufgeworfen habe, die nichts gebracht haben. Nein, ist ja alles gut. Nichts unversucht lassen und so. Alles gut. So. Das ist die letzte Höhle hier. Ich bin mal. Nein, die vorletzte Höhle. Da unten ist noch eine Höhle. Aber wie soll man da hinkommen? Ah! Ich glaube, ich weiß wie. Das war über diese Höhle. Gucken wir doch mal, wo uns diese Höhle hinführt. Höhle des Bahamut! Ah, da ist sie. Ihr habt die Höhle gefunden? Genji-Fäustling. Aha. Bin mal gespannt, was hier für Gegner kommen. Ein Hinterhalt. Bin mir noch nicht sicher, ob das viel Schaden ist, was die machen. Probier es jetzt einfach mal mit draufhalten. Ja, wir gucken mal, ob wir einen Gegenstand finden, der X-Abwehr verursacht. Ist okay. Nee, Anti-Zauber meine ich. Nicht X-Abwehr. Aha. Genji-Schild. Aha. Dachte mir, dass da irgendwo sicherlich eine... irgendwo Ausrüstung liegen muss. Alter, hört mal auf, so viel Schaden zu machen. Was soll denn das? Blöde Hexe. Wirklich, liebe Hexe. So, hier haben wir auf jeden Fall den Leveling Dungeon gefunden. Würde ich sagen. Ja. Ist okay. Aber hier sonst noch... Wir haben keine weiteren Kisten. So, wie sieht's denn hier aus? Da oben sind zwei Kisten. Ja, das Genji-Schwert wäre irgendwie ein bisschen witzlos. Oh, guck mal, ein Knochendrache. Es war so klar, dass er so dermaßen viel Schaden macht. Aber alles ist gut. Wir leben noch. Der Kampf ist einigermaßen locker geschafft. 31.000 Erfahrungspunkte. Turbo-Ether, sehr cool. Genji-Rüstung. Hm. Aber trotz allem. Zimmern wir hier alles an Gegenständen raus, was geht.
Können wir ja zum Glück eh nachkaufen. Henry-Helm. Zumindest einer, der gleich überleben wird hier. Was ist das denn hier für einer? Angriffsvorteil. Na, das ist zumindest schon mal etwas. Bin jetzt mal gespannt, was der hier liefert. Ein Behemoth! Natürlich ist es ein Behemoth. Vom Schwarzmagie Meteorit. Beten. Schwarzmagie, gleiches für dich. Meteorit. Angriff. Er macht schon ordentlich Wumms, ne? Auch ein Erik aus 5114. Nee. Oh, fuck. Das habe ich jetzt hart verkackt. Jetzt habe ich einmal auf den Chat geachtet und einfach den Autokampf weitergemacht. Mist. Ja, ganz toll. Oh, fuck, ey. So, brauchen wir die Phönixfedern. Da haben wir die Phönix. Wo sind die Steine zum Verstecken? Ich glaube, die hat der Behemoth vorher schon aufgeknuspert. Oh, das ist noch so einer. Oh, aber noch so einer. Na komm, mal gucken. Es ist wieder ein Behemoth. Komm, machen wir mal Blitzschlag. Probieren wir es einfach mal. Nee, weiß mal wie. Protest auf alle. So, diesmal. Versuchen wir es mal ein bisschen besser. Oh, Flair ist mir schon mal gut. Naja. Mehr als würde er normal angreifen, sagen wir es mal so. Oh, Weißmagie. Gaga. Angriff. Angriff. Jawohl. Sieht doch schon besser aus. So. Ah, so. Magie. Vita da. Erstmal auf alle. Items. Ja, diesmal würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen Ether draufschmeißen. Damit... Oh nein, noch einer. Ups. Drei Behemoths hintereinander ist echt hart, ne? Echt hart. Und die überhaupt? Ne, brauchen sie gar nicht. Sehr gut. Uiuiui. Ja. Egal, wir halten da weiter dran. War so klar noch einer davon. So, Angriff. Schwarzmagie. Meteorit. Angriff. Nee. Komm. Nee. Schwarzmagie.
Meteorit, Weißmagie. Rotes Angriff. Hart. Genau deswegen ist es nämlich hart. Weißmagie auf alle. Weißmagie. Auf alle. Schwarzmagie, Meteorit. So, jetzt ist jeder einmal gestorben. Fast. Oh boy. Wie viele High Potions wir jetzt? Was wollt ihr? Oh, du bist ein interessantes Exemplar. Den reden wir noch nicht an. Den reden wir gleich an. Nach einer kleinen Ruhepause. Bis gleich.